So viel kostet der Dienst. In gut einem halben Jahr wird Paramount Plus auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich starten. Damit bekommen etablierte Anbieter wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder Apple TV Plus hierzulande neue Konkurrenz. Der Streamingdienst hat angekündigt, dass es im Dezember soweit sein soll. Ein genaues Startdatum steht allerdings noch aus. In Irland und im Vereinigten Königreich gibt es den Service der Wahl bereits ab dem 22. Juni und in Italien ab September. Die monatlichen Kosten. Direkten Zugang zu dem Dienst werden Nutzerinnen und Nutzer per Laptop oder PC, iOS und Android-App sowie über unterstützte TV-Geräte haben. Monatlich wird Paramount Plus 7,99 € kosten. Abonnenten von Sky Cinema bekommen bereits zum Start zudem kostenlosen Zugriff per App für Sky Q. Es ist derzeit nicht klar, ob auch WOW-Kunden, ehemals Sky Ticket, womöglich kostenlos reinschauen können. Zuvor hieß es bereits, dass andere Sky-Kunden Paramount Plus hinzubuchen können. Ob es daneben womöglich besondere Angebote zum Start geben wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Diese Inhalte sehen Nutzer. Zu den gebotenen Inhalten gehört unter anderem die tragisch-komödiantische Serie Der Scheich von Dani Levy, 64, die derzeit noch bis August gedreht wird. Auch der Dreh an der sechsteiligen Krimiserie Simon Beckett's Die Chemie des Todes mit Harry Tredewey, 37, läuft noch bis August. Bereits im Juli sollen unterdessen die Dreharbeiten an der Thriller-Serie As in Line abgeschlossen werden. Daneben soll die sechste Staffel der Nickelodeon-Serie Spotlight exklusiv bei Paramount Plus zu sehen sein. Laut Angaben des Streamingdienstes bietet Paramount Plus außerhalb der USA fast 9000 Stunden an Inhalten, darunter weitere Serien, Filme, Reality-Shows und Kindersendungen. Zum Portfolio gehören unter anderem Scream sowie das Star Trek, Discovery Spin-off Star Trek, Strange New Worlds. Auch Formate der US-Fernsehnetworks Showtime und CBS werden geboten. In den Vereinigten Staaten hat etwa auch South Park sein Zuhause auf dem Streamingdienst. Trey Parker, 52, und Matt Stone, 51. arbeiten an insgesamt 14 South Park-Filmen für den Anbieter. Neue Folgen der Serie soll es außerdem mindestens bis Staffel 30 geben, die dann voraussichtlich 2027 zu sehen sein wird. Naheliegend ist auch die Veröffentlichung vieler Paramount-Klassiker, zu denen unter anderem Forrest Gump, Braveheart und Titanic oder Filmreihen wie Mission, Impossible und Transformers gehören. Spot on News.